Was kann man tun, um zu testen, ob eine Produktidee Erfolg haben könnte? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist, manchmal habe ich den Eindruck, fast ein bisschen eine Glaubensfrage. Man kann Marktforschung betreiben. Marktforschung und man kann auch sogenannte Trendforschung betreiben. Ja, und dann schauen, dass man ein Produkt entwickelt, das genau zu diesem Trend passt. Dann kann man Kunden beobachten und man kann sie auch befragen. Ich glaube eher an das Beobachten, denn das Befragen. Denn wenn man die Kunden befragt, dann kriegt man oft, ich sage nicht, dass die Kunden dann lügen, aber ich sage, man kriegt oft nicht das, was man wissen will. Und man kann sogenannte Machbarkeitsstudien beauftragen. Ja, auch das ist ja eine Frage. Wir haben eine tolle Idee, aber ist das überhaupt machbar? Finanziell, technisch, geht das überhaupt? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das rechtzeitig hin? Das sind sogenannte Machbarkeitsstudien. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.